Das Abitur in Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz wird ja wirklich schon langsam eng. Und deswegen hier meine allerbesten Last-Minute-Tipps, damit du am Ende nochmal perfekt vorbereitet bist. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abitur-Coach. Und das ist das Video für all die Bundesländer, wo jetzt wirklich das Abitur schon stattfindet. Wo die letzten Prüfungen anstehen, wo sie bald anstehen, wo sie in nächster Zeit anstehen. Denn jetzt kommen meine besten 5 Last-Minute-Tipps, die du noch anwenden kannst, um wirklich das Maximum aus deinen Abiturprüfungen rauszuholen. Und deswegen lass uns direkt in die 5 Tipps reinstarten. Erstens, definiere dein Lernende. Egal in welchem Fach du dich befindest, egal auf was du dich gerade vorbereitest, definier ganz klar, wann du mit dem Lernen fertig bist. Das ist eine total unterschätzte Sache, ja, weil du kannst dich am Abitur immer noch mehr vorbereiten. Und wenn du nicht von Anfang an ganz klar sagst, okay, das möchte ich alles gelernt haben, auf diese Art und Weise, wenn ich das gemacht habe, dann bin ich fertig, dann wirst du immer dich fragen, oh, was kann ich noch machen, kann ich noch mehr machen, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und du wirst dich nie fertig fühlen. Aber dieses Fertiggefühl ist so wichtig, damit du mit Selbstvertrauen wirklich auch in die Prüfung gehst. Ja, wenn du das nicht hast, dann wirst du die ganze Zeit denken, oh, wie ist es? Und dieses klar definierte Lernziel sorgt auch wirklich dafür, dass du am Ende, ja, so hinten raus, wenn es wirklich anstrengend wird, wirklich nochmal durchziehst. Also definier es klar, es wird dir sehr, sehr viel bringen. Zweitens, halte deine eigenen Vorgaben ein. Ja, wenn du dir quasi so ein Lernziel setzt und du auch vielleicht einen Lernplan damit verknüpft hast, dann ist es so wichtig, einfach auch nur für dich selbst zu wissen, ich habe alles gemacht. Natürlich, hinten raus wird es anstrengend. Und dann tendiert man so, ach komm, das muss ich mir jetzt nicht mehr anschauen. Ach, das habe ich schon, boah, ich habe schon so viel gelernt. Ja, nein, das, was du dir vorgenommen hast, musst du wirklich auch durchziehen. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Abiturprüfung losgeht, da zu sitzen und sich zu denken, ah, verdammt, das habe ich nicht mehr gelernt. Aber wenn du davor klar definiert hast, was du machen möchtest und das auch wirklich gemacht hast, dann kannst du dich selbst wirklich sagen, hey, ich habe alles gemacht, was ich konnte und jetzt kann die Abiturprüfung auch wirklich kommen. Drittens, erhole dein Gehirn vor der Prüfung. Unser Gehirn ist einfach, wenn du die ganze Zeit lernst, ja, da werden einfach mentale Ressourcen aufgebraucht. Das ist so. Dann kannst du nichts ändern, kannst du auch nicht verbessern. Sondern du sollst ja lernen und dafür müssen nun mal auch mentale Ressourcen investiert werden. Nur, wenn du jetzt bis kurz vor knapp vor der Prüfung, ja, noch am Abend davor oder gar am Morgen von der Abi-Prüfung noch lernst, dann strengst du da dein Gehirn an und dein Gehirn ist dann im Prinzip in der Prüfung nur so bei 60-40% Leistungsfähigkeit und gerade in Abiturprüfungen musst du bei den Aufgaben einfach denken, ja. Das heißt, du willst wirklich als Ziel haben, dass du in der Abiturprüfung wirklich ein komplett ausgeruhtes Gehirn hast, wo du dann all deine mentalen Ressourcen in diese 4 Stunden Prüfung stecken kannst. Das heißt, wenn du nicht jemand von denjenigen bist, die irgendwie das Ganze aufgeschoben haben und jetzt irgendwie noch in 3 Tagen irgendwie versuchen, irgendwas zu retten, sondern du dich gut vorbereitet hast, dann nimm dir wirklich auch so 1-2 Tage vor der Prüfung raus, wo du nicht mehr lernst, nicht gar nicht lernen, aber einfach nur locker durchblättern und eben nicht so angestrengt lernen, damit dein Gehirn wirklich frisch ist, wenn es dann wirklich auch zählt. Viertens, bereite unbedingt alles vor. Das Letzte, was du haben möchtest, ist Stress am Prüfungstag. Ich sag's euch, wenn du nicht genau weißt, wann fährt mein Bus, das solltet ihr eigentlich wissen, wer fährt mich zur Schule, habe ich all meine Sachen gepackt? Ja, bereite deine Sachen unbedingt vor. Ich werde unbedingt hier auf dem Kanal sehr bald auch noch meine Checkliste veröffentlichen, wo ich quasi wirklich mit euch durchgehe, was braucht ihr für den Prüfungstag. Es gibt nichts Ärgerlicheres als, ich glaube, bei meinem Bruder warst du, der hatte Mathe-Abi und dann hat er seinen Taschenrechner irgendwie nicht gefunden. Und du bist sowieso schon so aufgeregt, ja, und das Letzte, was du vermeiden möchtest, ist dann irgendwie, dass sowas passiert, du hast einen Taschenrechner nicht, du findest keinen Kugelschreiber mehr im Haus oder was auch immer es ist, ja, deswegen habe ich, was glaubt ihr, was ich da letztes Jahr alles schon für kuriose Geschichten mit den Abiturathleten von 2018 gehört habe. Bitte, geht mindestens am Tag davor alles durch, dass ihr alles habt. Besser 2 Tage, damit ihr wirklich auch ruhig schlafen könnt. Wisst ihr, nehmt nur eure Tasche, geht raus und rasiert dann die Prüfung. Dann müsst ihr euch keinen Kopf machen und dann seid ihr auch bestens vorbereitet. Fünftens, macht ihr deine Vorbereitung bewusst. Ja, das ist so wichtig. Wir verlieren uns so oft. Übrigens, falls ihr fragt, was ihr habt, ne? Ist einfach nur so ein Flaschendeckel, aber irgendwie macht das. Schreibt mir mal in die Kommentare. Seid ihr auch jemand, der immer so mit so Dingen spielt, während der irgendwie seine Hände frei hat? Ich mache das die ganze Zeit. Bitte nicht eine Abiturprüfung machen, weil ihr wollt ja da schreiben. Ne? Das bedeutet wirklich, mach dir bewusst, wie gut du dich vorbereitet hast. Gerade wenn du dich gut vorbereitest, mach dir das bewusst, weil wir sind immer nur lernen, noch mehr lernen. Darum geht's gar nicht.
Ja, darum geht's gar nicht. Was am Ende kurz und knapp wichtig ist, dass du wirklich auch das Gefühl hast, dass du gelernt hast, dass du gut vorbereitet bist, weil nur mit diesem Gefühl, nur mit dieser Selbstsicherheit, ja, die Abiturprüfung ist sowieso so eine große Sache mit so viel Ungewissheit. Da brauchst du diese interne Kraft in dir, wirklich zu wissen, hey, ich bin vorbereitet, I'm ready, und dann kannst du das Ganze wirklich auch angehen. Und wenn du dieses Gefühl vor allem auch wirklich sicher haben möchtest, ja, wenn du wirklich weißt, hey, nicht nur ich bin selbst gut vorbereitet, sondern ist auch jemand, der mich durch diese Abiturprüfung richtig gut führt. Und egal was ist, ich kann immer auch in der letzten Sekunde noch eine Frage stellen. Dann bewerb dich sehr gerne für unser Traumabitur-Coaching, denn da betreuen wir dich individuell. Egal ob du jetzt 10., 11., 12. Klasse bist oder auch 13. Und vor allem für diejenigen, die jetzt Abitur haben, holt euch gerne nochmal meine persönliche Unterstützung, damit ihr wirklich, egal was aufkommt, ich habe so viele Szenarien mit so vielen Abiturienten jetzt auch in 2018 schon durch. Mich schockt nichts mehr, aber euch kann halt noch ganz viel schocken. Deswegen, wenn ihr euch da auf die sichere Seite holen wollt, wirklich einen persönlichen Betreuer mit an die Seite haben wollt, wo ihr wirklich wisst, okay, da kann nichts mehr schief gehen, dann gerne unter diesem Video einfach über den Link für unser Traumabitur-Coaching bewerben. Und dann hören wir uns da, und ansonsten denkt dran, ich glaube an dich. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.